Fünfter Stock, runde Fläche, 10 Meter im Durchmesser. Wir haben einen kleinen Auftrag reinbekommen. Wir bauen heute ein Haudin Looping Louis. Ich brauche mal nicht so viele Versuche. Nein, diesmal wird's besser. Was ist denn hier los? Bam. Es kommt nichts raus! Bam. So, Abbruch. Ja, wie das alles aufgebaut ist, kennt ihr ja wahrscheinlich von irgendwelchen versoffenen Abenden. Jetzt kommt erstmal eine Musikstrecke, weil wir müssen viel segeln. Hier kommt jetzt an der Seite dann die Wippe heran, die Joel gerade baut. Meinst du, die Höhe passt? Nee, ich glaube, es ist gut. Bam! Alter, ich bin so krass. Total. Also. Stefan hat eine Zapfwelle besorgt, weil das Gute daran ist, die hat so eine Kupplung. Das heißt, wenn der Arm blockiert, zerlegt es uns nicht den Motor. Wir haben hier einen alten Motor aus dem Förderband. Der ist schon mit einem Schneckengetriebe untersetzt, das heißt, der dreht schon langsamer. Aber wir wollen ihn noch ein bisschen langsamer haben. Deswegen machen wir hier jetzt noch ein Kettenrad hin mit einer Kette, dass da die Drehzahl auch nochmal verringert wird. Und weil die Rutschkupplung ja eigentlich für den Trecker ist, hat die hier diese Zapfwelle. Jetzt habe ich mir hier einfach so Zapfwellenadapter geholt und da so Kugellager dran gemacht. Und der passt dann genau hier rein. Das brauchen wir nicht mehr. Und dafür kommt jetzt das Zahnrad drauf. Und das passt aber vom Durchmesser nicht ganz. Das ist 25 mm, das Loch ist 24, deswegen drehe ich das jetzt auf. Achuu, guck dir die Oberfläche an. Hier, unser Zahnrad passt jetzt. Hier kommt ja zwei Ritzel drauf mit der Kette und damit man das vernünftig einstellen kann, hat Steffen hier so Kettenspanner quasi gebaut. Das ist das Festlager und das ist das bewegte Lager. Vielleicht kann man das kurz rausschneiden, als du das gerade gesagt hast. Also das ist das Festlager und das ist das bewegte Lager. Okay, dann zeige ich dir jetzt, wie so ein Langloch funktioniert. Was ist denn überhaupt ein Langloch? Das ist ein Loch, was ein bisschen länger ist als sonst. Ja gut, okay. Und warum macht man das? Um nachher ein bisschen mehr Spiel zu haben, um zum Beispiel einen Kettenspanner zu bauen. Ich könnte auch Berufsschüler Berufsschullehrer werden, oder? Ja, für den Satz hast du jetzt aber irgendwie schon relativ lang gebraucht. Dann wird sich keiner mehr ernst nehmen vor der Tafel da vorne. Das macht man auch nicht. Akkulö. Das gefällt mir ganz gut. So, wir sind hier das heißt, die zwei. Au! Ja, hab ich doch gesagt. Zwei komplett identischen Platten fertig. Jetzt kommt hier Hochzeit. Jetzt haben wir hier den Arm fertig gebaut. Der ist ordentlich stabil. Oben ist ein Lager dran. Und da ist unser, ich nenne ihn mal Abräumer drauf. Den kann man jetzt hier auf die Welle stecken. Und dann ist das Ding zusammengebaut. Wenn man einmal richtig auf die Wippe paddelt da hinten, könnte es, das ist der Plan, einmal komplett umschlagen und drüben landen. So funktioniert der kleine Looping Louis ja auch. Oh. Weil das jetzt so schwer ist, müssen wir jetzt hier natürlich noch ein ordentliches Gegengewicht anbauen, was hiermit durchschwingt. Guck mal, jetzt kommt er runter wieder. Oh, mach fest. Komm, mach's Zeichner an, den Alfred. Hast du? Nee. Aber wäre, glaube ich, mal wieder nehmen. Ja, oh, hab ich! Ey, nicht gegen die Fresse. Runter, runter. Nee, komm, nicht. Na komm her. Wieso machst du das? Wir tragen das jetzt weg hier. Tisch, ey! Du trägst gar nichts, du Arschloch. Ja, ich weiß noch nicht so ganz, wohin mit meinem Talent. Aber ich kann, glaube ich, ich merke gerade, dass ich gut koordinieren kann. Ja, das legen wir da hin. Da kannst du jetzt mal vorbohren. Conny, halt drauf. Jo. Sauber, Joel. Weiter so.
das bloß vernünftig. Das habe ich gesehen. Ja, wer denn? Ja, du! Ja, das hier auf dem Mikrofon. Zufälligerweise ist diese Naht schöner geworden als deine anderen beiden. Ich glaub dir kein Wort. Die ist viel zu kurz. Ich kann einen Cowboy mit dem Lasso auf dem Arsch schauen und machst bessere Nähte als ohne. Moment mal, das ist mein Job dann. Ah! Oh, ich muss echt auf den Schacht. Oh. Wir sind hier direkt am Stand, glaube ich, hier. Ja. Oh, hier ist gut, hier bleibt das auch. Ja, die Vibration ist vielleicht ein bisschen... Oh, guck mal, ein Hase! Stimmt, da war ein Hase. Riesenkollege, ey. Der hätte Ingo fast weggemacht. Da unter dem Dings. Da siehst du ihn? Und neben dem Reifen. Da ist noch der Arsch. National Geographic im Klimansland. Wir haben ziemlich viele wilde Tiere. Hier treffen wir zwei weitere wilde Tiere an. Der Lockige ist nicht so einfach. Diese Spezies sind Rudeltiere. So. Naja, aber der Schweinehund wackelt ja auch hier, ne? Der Lange ist etwas grober. Hey! Oh! Ja. Ja, ich glaube, das wird geil. Okay, Ketteninstallation. Das ist mal ein richtiger Onkel, ne? Guck mal, das hier ist der Kettenspanner. Das ist ja geil, das habe ich ja lange nicht mehr gesehen, sowas, ne? Komm. Ist ja schon geil so. Warum geht das nicht durch? Decke? Zuletzt war ja das Problem, dass wir irgendwie keine Idee hatten, wie man den Mechanismus machen kann, dass diese Scheiben nachrollen, gestoppt werden und dann aber locker genug sitzen, um von dem Abräumer weggekickt zu werden. Jetzt haben wir uns Folgendes überlegt. Halt mal bitte. Ja, ich halte ihn. Ich bin hier der Arm. Bam! Freust du dich schon auf die Weihnachtszeit? Die Weihnachtszeit? Ja klar, da habe ich Geburtstag. Weißt du, was Chata und ich gemeinsam haben? Ja, ihr habt am gleichen Tag Geburtstag wie meine Oma und Jesus. Stimmt, deine Oma hat dann auch Geburtstag, ne? Mhm. Da müssen wir eine richtig fette Party machen. Auf der Reeperbahn. Vorhin ist er da so daneben geflutscht. Das geht jetzt hoffentlich nicht mehr. Jetzt müssen wir nur gucken, ob er den auch noch rauskicken kann. Geil! Ich glaube, wir haben's. Herr Asmus, schöne Lösung. Rundstock, super. Schöne Lösung. Haben wir gut gemacht. Schöne Lösung von Asmus Solutions. Dennis, hast du noch irgendwo eine frische, dicke Schrubber? Da sind ganz viele. Guck doch mal. Ich will eine frische. Digga, ich hab Bock auf eine frische. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück, du! Eigentlich ist das ja ganz gutes Arbeiten mit ihm, ne? Aber manchmal hat er so seine 10 Minuten am Tag. Was? Wo sind seine Ohrschützer? Warte, ich muss noch was gucken. Ich muss noch mal kurz, was ist denn damit? Lass mich doch mal in meine Schublade gucken hier. Liebes Tagebuch. Heute war echt schön in der Werkstatt. Also, was wir jetzt noch machen, ist genau das. Viermal. Noch viermal, dreieinhalbmal. So, wie ihr seht, das Ganze steht jetzt schon halbwegs. Das Wichtigste ist, wenn man jetzt spielt und Spaß hat und hier mal so, dann merkt ihr eins, ne? Das Bier muss irgendwo hin. Hier. Und das hier ist ja wohl mal ein richtig geiler. Also das ist für ein privates Projekt. Also das ja, kaufen wir. Joel braucht das. Nein, Joel braucht das ein Loch. Es ist eine Wanddurchführung für den Kamin, für den Auspuff. Joel braucht unbedingt eine Platte mit Loch. Ja, die ist doch super, oder nicht? Ja, ey, das ist dein Ding. Hat ein Rollstuhl keinen Getränkehalter? Warum eigentlich nicht? Socken? Work. Kann ich zur Arbeit anziehen. So, irgendwie oder ein bisschen größer. Mal, ist eine Kette nicht aus so... Was ist denn hier los?
Alter, das ist ein richtiger Popel dran, ey. Fick dich! Das dauert doch ein Jahr. So, Abbruch. Oh, hier kann man ja nirgendwo arbeiten, Alter. Oh, Gas nicht auf! Mal eben ein Getränkehalter bauen! Das ist doch auch, welche Gasflasche ist es denn? Die ist auf. Die ist gar nichts dran, der kann wieder zu. Es kommt nichts raus! Was ist die hier? Ah, das war die. Nee, war's auch nicht! Es war nicht die! Ich hab alle Flaschen aufgedreht! Welche soll ich denn noch? Ich schweiß auf der anderen Seite. Jawohl, voll daneben, aber es läuft jetzt wieder. Was? Also die Dose passt. Ist auch okay, dann hat der einfach ja, hat halt Pech. Dann mach jetzt noch mal vielleicht die nächste Halterung auch für eine größere Flasche. Hä? Bäh! Bäh! Ja, ich brauche hier so einen Hebel dran, ne? Bam! Bam! Ich guck mich mal im Querschnitt. Ja, dein Dings ist auch nicht rückenschonend, dein Getränkehalter. Hä? Nur hier guck den Finger rein. Hol dir erstmal einen neuen Handschuh. Ist nicht mit der Arbeitssicherheitsschutzsachen hier gerechtfertigt. Ja, mit so einem, man soll keine Ketten tragen oder keine langen Haare, aber das wird ja wohl noch durchgehen. Da kann nämlich gar nichts passieren. Das kann auch nicht brennen und nicht. Guck mal. Doch, mach das mit deinem Snake. Es passiert. Und wir noch selber. Jetzt zeige ich euch mal, wie es hier abgeht. Hier kann jemand bohren. Das war knapp. Den, er hat es mit den Linken auch ausgezogen. Oh, da gibt es auch einen Deckel zu Hause, wenn Papa das Video sieht. Wo ist denn hier die Hülle davon? Wenn Dennis es sieht, dann ist aber richtig was los. Bei mir war alles gut. Was ist denn hier los? Alter, das ist ein richtiger Popel dran, ey. Ohne Witz, ich hab doch jetzt noch zuletzt gebraten. Ja, kannst du mal kommen? Irgendwie, Brian hat dir dein Schweißgerät auseinandergepflückt. Ich war das nicht! Ja, Brian hat irgendwie geschweißt oder so, dann ist er einfach da hingegangen, jetzt wollte ich schweißen und jetzt ist alles auseinander und geht nicht mehr. Das stimmt so nicht. Die ganze Düse vorne. Ich hab das in die Hand genommen, da war keine, hier diese Gasnozzle da nicht drauf. Weil ich meine Mittagspause gerade unterbrechen. Ja, weil ich kann sonst nicht arbeiten. Hast du mal so einen Teil neu hier? Nee. Doch. Da steht aber dieser Draht da oben so ab hier, deswegen kriegt man die da ja, nicht drauf. Ja, dann musst du dir noch einfach nur da reinzwiebeln. Hab ich gemacht. Du bist so ein schlauer... Außerdem erstmal, wieso ich so? Klär das mit Brian. Er hat das kaputt gemacht. Und dann pustet er wieder. Danke. Hast so, du noch was zu essen? Nein. Schmier dir erstmal die Hände ein. Ja, da ist er. Der hätte mich die ganze Zeit gesucht hier. Ringelblume. Drei Legenden vor der Kamera. Legende hört sich immer so nach Ende an. Leckende, also das Ende vom Bein. Der Fußnagel. Der Fuß. Ich such diese Schrauben. Für was denn jetzt? Ich such diese Schrauben. Was? Die Schrauben, womit sie. Die Schrauben, ja, hätte ich vorhin noch gesehen. Für was ist doch erstmal egal? Ich brauche diese Schrauben. Diese, genau. Womit der Stromkasten an dem. Da, die waren zusammen. Das sind doch hier. Hör auf, Bein, sonst arbeiten wir heute Nachmittag privat nicht mehr zusammen. Hier, und den Ofen könnt ihr jetzt im Rohrofen, den könnt ihr bauen. Ist das eine Bon? So, Freunde. Was ist das für ein geiler Effekt, Alter? So, Freunde, ne? Ich hab mal gedacht, ein bisschen was zur Motivation. Habe ich gedacht, komm, es ist Montag, 15 Uhr. Aber hol Spritz mit Sand, oder? Ich muss noch fahren, ich muss im Baumarkt noch für die Arbeit. Mensch, ich darf heute eigentlich gar nicht trinken. Dann nimm nur ein Duplo. Fußnagel? Ja, danke auf jeden Fall. Ja, also sehr gerne. Ich bin sehr begeistert von dem, wie er diese Woche hier schon performt, obwohl heute erst Montag ist. Ja. Oh, von Kirschen.
ist ein ganzer Sandkasten drin. Wann ist das Ding denn jetzt endlich fertig? Oh, das dauert noch eine Woche. Ich bin voll im Parkplatz. Wir haben Termine. Ich bin total breit. Ich kann nicht arbeiten. In einer halben Stunde können wir uns zum Testen treffen. Alter. Super. Wenn der mir auf den Zeh fällt, der ist nichts mit Ägypten 2023. Wir können auch auf den Koppel. Eigentlich ist es geil. Ach, jetzt halt die Schnauze. Ja, dann lass bei Jonas auf die Platte. Hey! Ja, dann lass ihn hier ablegen, meine Güte. Aber ich glaube, er passt hier nicht hin. Warum soll das hier nicht hinpassen? Weil das Ding zu groß ist. Der Radius zu groß ist. Das geht. So, erstmal einen gelben Brief holen. Brief gibt's schon? Denkst du, ich bring das Ding noch zur Arbeit zurück? Das können die schicken. Ja! Jawohl! Da sind sie wieder. Ah! Hast du das Video gesehen, was ich dir gestern geschickt habe? Das war eklig. Das war echt eklig. Vor allem, was haben die anderen drei gemacht? Das habe ich nicht verstanden. Nicht das Video, ein anderes auf Instagram. Ach, das mit dem Einkaufswagen? Ja, das war cool. Also, was haben wir hier gemacht? Damit man die Drehzahl besser regeln kann, haben wir hier halt einmal eine Untersetzung drin und hier eine Untersetzung drin. Die macht schon mal die Drehzahl weiter runter, ohne dass wir da an Leistung einbüßen. Und für das letzte bisschen Drehzahlsteuerung haben wir hier noch einen Frequenzumrichter eingebaut. Wir kommen hier mit unseren 230 Volt rein auf die Schiene. Da haben wir einmal eine Sicherung und einen Fehlerstromschalter. Damit können wir den Strom ein- und ausschalten. Dann haben wir hier einmal unseren Schalter, der mal Vorlauf und Rücklauf ist. Und hier haben wir ein kleines Poti, wo wir die Frequenz umstellen können. Ja, und ich habe hier natürlich eine maximale Frequenz eingestellt, die man machen kann, damit das halt auch nicht zu wild hier wird. Ich meine, wir wollen das Ding ja auch durch ungeschultes Personal bedienen lassen. Das ist dann ganz gut, wenn man so eine maximale Geschwindigkeit halt einparametriert hat, ne? Wir stehen vor unserem Ergebnis vor einem Looping Louis. Bam! Also wir haben vier verschiedene... Wir drehen hier, wir drehen, Mann. Dein Life ist platt, TÜV ist abgelaufen, hau ab. Wir haben vier verschiedene Punkte, an denen man das Flugzeug, was bei uns ein Rad ist, hochpumpen kann. Und wir haben vier verschiedene Getränkehalter. Hier geht das so. Da ist eine Schaufel. Und hier kannst du Ski fahren. Lasst die Spiele beginnen. Ah! Oh, ja. Aua, ich habe es gegen das Knie gehauen. Ey, du machst das nicht richtig. Ja, ich muss erst mal beobachten, was ich hier gebaut habe. Digga, wir haben alle. Wenn man richtig reinhackt, ich meine, man hat es bei Waldo gesehen, wenn er reinhackt, der ist aber auch. Guck mal. Fußballspieler und hat trainierte Beine. Nice. Aber selbst bei meinen Stelzen fallen die Chips raus. Du machst hier noch so einen schönen Bügel vor, ne? Der die beiden hält, dass nur der untere raus kann. Irgendwie so, ja. Genau. Wir mussten noch ein bisschen was machen, langsam ist es dunkel, aber wir sind fertig. Individualisierung hier an jeder Stelle. Jeder Looping Louis braucht ja auch ein Flugzeug. Weil der Flieger so schwer ist, brauchten wir auch wieder mehr Gegengewicht. Da hat Dennis hier nochmal ordentlich so ein Ding gegengeschweißt. Das sind Hammerhai-Zähne. Ja, sieht auf jeden Fall geil aus, finde ich. Hier Hundehütte drauf, damit es nicht nass wird. Und ein bisschen Feinjustierung, dass es läuft. Also das ist das erste Ding gewesen. Wir nehmen gerne weitere Aufträge an, die wir für euch bauen. Und nehmen das Ding auch dann gerne wieder mit zurück. Wenn es so funktioniert. Wenn es noch geht, dann. Ich würde sagen, wir probieren es aus, oder? Und jetzt machen wir das alles kaputt. Nee, das hält. Let's start! Hey. Und wir machen euch platt, Mann! Los! Ja, warte mal, der muss ja mal kurz machen, der braucht mal kurz, oder was? Der muss den hochfahren. Umlegen, ne? Boah, ey, es war wirklich richtig Bock. Das Ding kommt runter, haut die Teile weg, dreht sich danach weiter, kann ich am Arsch gehen. Macht richtig Bock. Ey, der Flieger ist geil. Oh, der läuft super. Stopp! Ja!
ich finde das Spiel doch richtig gut, muss ich sagen. Jetzt habe ich endlich auch mal gewonnen. Diddle-d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 iddle